Allerdings nicht mit dem Bus, sondern ich glaube, die sind wirklich mal geflogen. Die sind 12 Stunden geflogen und zwar nach Berlin und dann mit dem Bus nach Alsfeld. Das Zentralorchester des Generalstabes der Streitkräfte der Mongolei. An der Spitze Oberst Tumurbat. Schön diese Stiefelspitzen, ja. Die gehen so nach oben. Man hat mir gesagt, das ist deshalb, damit die früher nicht aus den Steigbügeln rausgeflogen sind im Reiten. Und sie waren früher sogar noch spitzer. Ja, ich dachte mal, der Mongole an sich ist eigentlich ohne Steigbügel geritten. Der und ohne Sattel, die lebten quasi auf Pferd und Kamel. Thank you.
Was mir zum Beispiel sehr sympathisch ist, das ist die Beinstellung. Ja. Während unsere Militärorchester mit zusammengedrückten Nacken da stehen würden und man hätte jede Sekunde Angst, dass die umfallen, wenn sie sich da so zur Seite neigen, stehen die mal ganz sicher und locker. Das sieht sehr locker aus. Ja. Aber jetzt mit der Drehung, das muss man auch erst können mit Instrument. Jetzt kommt Genghis Khan reingeritten. Wow! Das Zentralorchester des Generalstabes der Streitkräfte der Mongolei. Mit Dirigent Oberst Murbat. Eine bekannte Musical-Melodie? My Fair Lady. Damen und Herren wissen natürlich sofort, was es ist und könnten es mitsingen. Hey, heute Morgen mache ich Hochzeit und weiter und weiter. Ja, Leute, das war ein Top-Beitrag. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt geht's dann in den Bus nach Tegel wieder zurück und dann 12 Stunden mit dem Flieger in die Mongolei. Denn wir sind morgen noch hier, oder? Ja. Die sind noch länger hier, 4 Tage. Schon noch Programm. Können die armen Jungs immer die Zeitverschiebung ein bisschen ausschlafen.